Also ich nutze Spotify. Ja. Deezer kenne ich, ist ein Streamingdienst. Spotify. Spotify und Soundcloud. iTunes, Spotify. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich muss sagen, das Gute ist halt, dass es, also jedes Lied ist abrufbar, egal ob es Arabisch ist, Deutsch, Englisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es praktisch ist. Ich habe Musik, aber lieber gerne analog vorliegen. Nein, mit Spotify, das ist besser, weil es gibt alles. Finde ich sehr, sehr praktisch, weil es einem auch die Möglichkeit gibt, einzelne Lieder von einzelnen Künstlern hören zu können. Ich bin ein naiver CD-Käufer. Genau, ich kaufe noch Platten und CDs. Ja. Nur noch im Internet halt, aber so CDs oder so, wie das damals war, nicht. Nein. Nein. Nee, gar nicht. Lange nicht mehr, ne? Ich finde, die Künstler haben die Musik produziert, egal wie reich die Künstler sind, und die haben es also auch verdient, dass sie dafür honoriert werden. Es wird ja immer gesagt, dass die daran verdienen und dass es ehrliche Musik ist. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, dass die Großen das sehr gut können. Bei den Kleinen bin ich mir da nicht so sicher. Ich denke schon, dass sie viel verdienen, weil viele Leute auch wirklich Musik hören. Ne? Also ich bin mir sicher, dass die Künstler, die ich höre, da das meistens die populären Künstler sind, dennoch auf jeden Fall ihr Geld bekommen. Also die sehen auch nicht aus, als würde die am Hungertuch nagen. Man bezahlt ja wirklich nicht viel. Und ich glaube, dass dann eher Spotify selber das für sich behält. Ich glaube auch, dass sie mit YouTube-Klicks Geld verdienen. Also ich glaube, die können mit jeder Plattform Geld verdienen. Was zu kopieren oder zu streamen, finde ich auch nicht schlimm. Wenn man sich aber ganz dem Kaufen entzieht, dann weiß ich, dann würde ich das schon kritisieren. Weil, ja, einfach kostenlos. Ich mag alles kostenlos.